YouTuber Philipp Mickenbecker hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Zusammen mit Zwillingsbruder Johannes waren sie The Real Life Guys, präsentierten pfiffige Do-it-yourself-Aktionen und Experimente. Zählten zu den erfolgreichsten YouTube-Kanälen Deutschlands. Doch nun fehlt einer. Philipp Mickenbecker, einer der aktuell bekanntesten deutschen YouTuber, ist tot. Wie seine Freunde auf YouTube mitteilen, starb er am Mittwoch im Alter von 23 Jahren. Noch diesen Monat wäre er 24 geworden. Zuvor gab das Team bereits bekannt, dass Mickenbecker wegen seiner Lymphdrüsenkrebserkrankung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sein Zustand soll da äußerst kritisch gewesen sein. Erst vor wenigen Wochen zeigte Mickenbecker Bild, wie schlecht es wirklich um ihn steht. Der Tumor fraß wortwörtlich seinen Körper auf. Ein Loch war in seiner Brust. Schon mit 16 Jahren erhielt er das erste Mal die Krebsdiagnose. Trotz erfolgreicher Therapie schlug die tückische Krankheit zweimal zurück. Für Mickenbecker war es ein jahrelanger Kampf mit dem Tod. Ein Kampf, den er am Ende nicht gewinnen konnte. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.